Erstens die Taufwasserweihe und die eigentliche Taufe. Jetzt ist es aber genug mit der Theorie, jetzt geht es zum Taufbecken. Ich lade die Taufgesellschaft ein oder die Kernfamilie, wenn es eine größere Taufgesellschaft ist, jetzt sich um das Taufbecken zu versammeln. Wir stellen uns um das Taufbecken herum und ich gucke dann immer, dass die Kinder, vor allem die kleinen Kinder, dass die vielleicht sich auf den Stuhl stellen können und dass die alle direkt an dem Taufbecken jetzt herumstehen. Und dann trickse ich die natürlich ein bisschen aus, denn jetzt lasse ich von einem Paten meist eine Karaffe Wasser, das für die Taufe bestimmt ist, vom Altar herbringen. Ich habe dieses Wasser vor allem im Winter, im Herbst, etwas angewärmt, damit also der Täufling da keinen Kälteschock bekommt. Und ich gieße jetzt etwas theatralisch, das gebe ich zu, dieses Wasser in das Taufbecken hinein. Natürlich spritzt das jetzt und spritzt auch die Kinder voll ein bisschen. Aber so merken Sie, Wasser ist ein lebendiges Element. Ja? Wasser lebt. Ja? Und dann segnen wir. Das heißt, die Kinder, Erwachsene, die das möchten, und ich, wir segnen dann gemeinsam das Taufwasser. Dazu strecken wir die Hände aus über diesen Taufbrunnen und ich erinnere dann an die Schöpfung, wo der Geist Gottes ja über dem Wasser geschwebt ist und dann dieses Land, diese Erde durchtränkt hat gleichsam und so die Schöpfung entstanden ist. Durch das Wasser sind die alten Israeliten trockenen Fußes durchgezogen, als sie aus Ägypten ausgezogen und in das gelobte Land Kanaan eingezogen sind. Mit dem Wasser hat Johannes der Täufer Jesus getauft und Jesus hat den Seinen und auch uns aufgetragen, hat, dass auch wir die Menschen taufen. Und wir segnen dieses Wasser jetzt, ich segne das und die Kinder flippern da mit ihren Händen herum. Jetzt ist das Taufwasser gesegnet und wir können zur eigentlichen Taufe schreiten. Das geht ganz, ganz schnell und dazu bitte ich jetzt einen weiteren Paten oder Taufzeugen, dass er ein Handtuch, das liegt ebenfalls am Altar bereit, ein kleines weißes Handtuch holt und dann nehme ich mit der Hand etwas von dem Wasser, das jetzt in der Taufschale ist und schütte dieses Wasser über den Täufling, den ein Pate oder ein Elternteil hält, über das Taufbecken hält, schütte ich da drüber und sage XY, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Kein Amen. Ja? Man sagt ja immer, nichts ist so sicher wie das Amen in der Kirche, aber es gibt eine Gelegenheit, wo man kein Amen sagt. Das ist nämlich bei der Taufe. Denn was bedeutet Amen? Bedeutet, jawohl, so sei es, das will ich, das unterschreibe ich, dazu stehe ich. Und das ganze Leben des getauften Menschen, das soll ein einziges Amen sein. Ja? Natürlich in den meisten Fällen sagen die Leute dann aus reiner Gewohnheit, trotzdem Amen, das macht die Sache dann jetzt auch nicht ungültig oder so. Und es ist trotzdem dann gültig getauft. Ja. Ich tupfe dann das Kind mit dem Handtuch etwas ab und theoretisch könnten wir jetzt alle nach Hause gehen. Das machen wir aber nicht, denn es folgen jetzt noch die erläuternden Riten.